Freunde des deutschen Films, willkommen zu einer weiteren Filmanalyse, dieses Mal zu Chantal im Märchenland von Boradak Tekin. Moderne deutsche Filme, und dazu zähle ich auch die Fuck You Goethe-Reihe, zu der Chantal im Märchenland ein Nachfolger ist, bilden immer den aktuellen politischen Zeitgeist ab. Fuck You Goethe thematisiert kurz gefasst die Probleme eines pubertierenden Mädchens, Chantal, und einem Lehrer, der eigentlich gar kein Lehrer ist, sondern ein Krimineller, der auf der Suche nach seiner Beute eine Aushilfslehrstelle annimmt und sich mit der katastrophalen Klasse anfreundet und die Problemkinder erstmals in einer Lehrperson eine Respektsperson sehen. Diese Reihe umfasst drei Filme, die von 2013 bis 2017 im Kino erschienen. Diese bilden mustergültig die CDU-Politik unter Merkel ab. Und so soll sich Chantal im Märchenland auch politisch dazu einreihen. Was hat sich allerdings geändert seit dem dritten Teil von Fuck You Goethe? Die Politik in Deutschland hat sich geändert und der politische Zeitgeist muss überspitzt, aber ohne jegliche Kritik adaptiert werden. Mein Name ist Booster Bratwurst, ihr könnt gerne eine freiwillige Kanalmitgliedschaft abschließen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Wir beginnen nun einige Jahre nach dem Ende des dritten Fuck You Goethe-Teils mit einem Schminktutorial, als wären wir vom Zeitgeist noch in der Social-Media-Landschaft vom ersten Fuck You Goethe-Teil aus 2013. Wir sehen, dass Chantal, gespielt von Jella Haase, eine Karriere als Social-Media-Star anstrebt, diese aber offensichtlich schon im Ansatz scheitert. Chantal lebt im Alter von schätzungsweise 24 bis 26 Jahren zu Hause mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester im Sozialbau. Klischeehaft sehen wir die Mutter auf dem Sofa, der Vater nicht anwesend, aber ganz bestimmt nicht auf der Arbeit, die Schwester in der Schule und Chantal bemüht, mit etwa 600 Followern bei Instagram Werbedeals zu bekommen. Gegen Nachmittag trifft sich Chantal mit ihrer alten Schulfreundin Zeynep, die an ihrem Briefkasten hoffnungsvoll darauf wartet, dass es eine positive Rückmeldung auf ihre Bewerbungen gibt. Chantal entdeckt eine Rückmeldung einer Anwaltskanzlei, versteckt diese aber unbemerkt in ihrer Handtasche. Wir können an dieser Stelle erahnen, dass das einen Backlash mit sich bringen wird. Chantal und Zeynep gehen zu einem Jugendtreff. Dort angekommen treffen sie auf Chantals jüngere Schwester, die dort mit ihren Klassenkameraden nach der Schule gemeinsam ihre Zeit verbringt. Die dortigen Kinder kommunizieren klar, dass sie es als merkwürdig erachten, dass eine Mitte-20-Jährige bei 13-Jährigen im Jugendtreff chillt, um mich hier einmal dem Sprachjargon zu bedienen. Sogar ihr alter Lehrer Seki Müller, gespielt von Elias Mbarek, ist etwas verwundert darüber, dass Chantal noch immer keinen Job gefunden hat. Diese Verwunderung präsentiert er uns mit einem leeren Blick frontal in die Kamera und zieht dabei den linken Teil der Lippe etwas hoch. Wie wir zu einem späteren Zeitpunkt erfahren, besteht kein Interesse seitens Chantal darin, Bewerbungsschreiben aufzusetzen. Der Ernst des Lebens scheint an Chantal vorbeigezogen zu sein. Seki Müller und die Betreiberin des Jugendtreffs organisieren zusammen einen Flohmarkt. Und auf diesem entdecken Chantal und Zeynep einen verzauberten Spiegel, der diese ins Märchenland befördert. Wir spielen hier aber kein neues Märchen durch oder ein bestehendes. Wir sehen ein Konglomerat aus unterschiedlichsten Märchen und Erzählungen, die zu einem bunten bzw. woken, dem Zeitgeist entsprechenden Durcheinander zusammengesetzt werden. Zunächst erfahren wir, dass Chantal das Märchen Dornröschen verkörpert. Die Prinzessin Chantal ist verflucht und wird in einen 100 Jahre andauernden Schlaf verfallen und erst aufwachen, sobald ihre wahre Liebe sie wachküsst. Der Spiegel, der hier als Portal zwischen der Märchenwelt und der Elektrowelt, wie es im Film heißt, fungiert, ist jedoch erst am nächsten Tag wieder geöffnet und bleibt dann für 5 Tage transportbereit, bevor er sich für immer verschließt. Um eben in keinen endlosen Schlaf zu verfallen, rufen Chantal und Zeynep die Hexe, die derartige Flüche ausspricht und von einem nehmen kann. Nach einem Kampf gegen die Hexe löst sie den Fluch von Chantal und dieser wird in einer Vase gefangen gehalten. Bevor die beiden allerdings die Reise nach Hause antreten, möchte Chantal ihren Märchenprinzen treffen und ganz wie im Märchen von Dornröschen kommt ein Prinz, gespielt von Fuck You Goethe-Darsteller Max von der Gröben, der Chantal zur Frau nehmen will. Durch einen Unfall, der sich beim Küssen, beim Akt, ich weiß es nicht, ereignet, wird die Vase mit dem Schlaffluch zerstört und der entsprechende Fluch tritt in den Körper des Prinzen ein, worauf er in einen tiefen Schlaf verfällt. Kein Problem, denken sich Chantal und Zeynep, einfach wachküssen. Doch der Prinz regt sich nicht. Parallel dazu wird auf tragische Art und Weise, wie auch immer, der magische Spiegel zerstört und Chantal benötigt dunkle Magie, so wie sie von der Hexe erfährt, um diesen zu reparieren. Zudem muss sich Zeynep in eine Hexe transformieren, damit sie den Spiegel endgültig wiederherstellen kann. Ihre Wege trennen sich und Chantal verliebt sich in Aladdin und seinen fliegenden Teppich. Während des Abenteuers schläft der Prinz aufgrund des Fluches, bis sein Leibeigener vorbeikommt, weil er ihn sucht und diesen wach küsst. Der Prinz ist homosexuell. Das wird von seiner Mutter nicht geduldet. Chantal äußert sich da liberal und sagt, dass LGBTQ zu einer normalen Außenwelt dazugehört, genauso wie es in der Märchenwelt nicht geduldet wird, dass Zeynep eine Hexe ist. Also soll sie schlussendlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Chantal, die mit Aladdin nach einem magischen Edelstein auf einem Drachenschloss
sucht, findet diesen anschließend und kehrt mit dem Drachen zu dieser Veranstaltung zurück, wo Zeynep auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll. Dort angekommen verwandelt sie den König, die homophobe Mutter des Prinzen sowie einige Wachen zu Kleinkindern durch das Wasser aus dem Jungbrunnen. Das Märchenland wurde liberalisiert, Hexen, Homosexuelle sowie Frauen haben nun alle das gleiche Ansehen wie Männer. So wird nun der Orden der Königin, da der König durch das Wasser vom Jungbrunnen quasi gestürzt wurde, von einer Frau geführt. Chantal und Zeynep reisen abschließend zurück durch den Spiegel und befinden sich wieder in der echten Welt. Jedoch sind die Erinnerungen nur bei Chantal vorhanden, festgehalten in einem Märchenbuch, aus dem Chantal offenbar gerade vorgelesen hat. Ist diese ganze Geschichte gar nicht passiert? Ist sie nur bei Chantal im Kopf passiert? Was hat Chantal dort vorgelesen? Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr? Oder denken Sie, dass wir sie nur an der Nase herumgeführt haben? Chantal hat nun die Wichtigkeit von Bewerbungen erkannt, woher auch immer dieser Sinneswandel kam, händigt Zeynep den Brief der Anwaltskanzlei als Überraschung aus und schwört, dass sie sich jetzt ebenfalls auf einen Job bewerben wird. Die Handlung war aus dermaßen vielen Fragmenten aus einzelnen Märchen zusammengesetzt, dass es wirklich schwierig war, diese adäquat wiederzugeben. Das Unterhaltungslevel des Films, auch wenn dieser stellenweise sehr konfus war und zu wenig Zeit hatte, um die Szenen wirken zu lassen, damit endlich mal Emotionen bezüglich der Charaktere entstehen können, bewegte sich ungefähr auf einem Level mit einer WWE Monday Night Raw Episode. Nur dass selbst beim Wrestling Emotionen noch weitgehender transportiert werden. Natürlich sorgen stumpfsinnige Witze für einen flüchtigen Lacher. Jedoch hatte ich die größten Emotionen, als das Kind in der Reihe direkt hinter mir zu seiner Mutter sagte, dass es voll mit Soße sei. Und ich bin ehrlich, das ist ein Problem, das ich nur zu gut aus dem Kino kenne. Meine Konsequenz war es dann, die Nachos bereits vor dem Film aufzuessen, während es noch hell ist und die Augen noch nicht komplett an die Leinwand gefesselt sind. Sonst kann es nämlich vorkommen, dass man in die Soße packt oder wie das Kind hinter mir sich voll mit Soße schmiert. Zurück zu den Emotionen im Film. Die Szenen waren zu kurz, jede Szene musste von einem Flachwitz unterbrochen werden und ich sage bewusst unterbrochen, da so jeder Ansatz von transportierter Tiefe unterbunden wird. Viele eher willkürlich gewählte Schnitte trugen ihren Teil dazu bei. Um das Ganze mal mit einem wirklich guten Werk zu vergleichen. Dune lebt davon, Emotionen zu transportieren durch zahlreiche Nahaufnahmen der Gesichter von unter anderem Timothée Chalamet oder Zendaya im Kontrast zu der unendlichen Weite von Arrakis. Ausgehend von der Zielgruppe, die Chantal im Märchenland erreichen sollte, die sogenannten Zoomer, das Ende der Generation Z ab 2008 bis zu den frühen Anfängen der darauffolgenden Generation, eine Generation, die mit YouTube-Shorts, Instagram-Reels und TikTok aufgewachsen ist. Medien, die Inhalte innerhalb von wenigen Sekunden und unterhalb einer Minute transportieren. Diese Art von Medien sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeitsbereitschaft sinkt, sodass die Trends eher dahin gehen, dass Angehörige entsprechender Generationen den Fokus nur noch weniger als 10 Sekunden auf Medien und Informationen halten können. Somit ist es sinnbildlich, dass diese Szenen, wie erwähnt, keine Emotionen auslösen können, da diese nur wenige Sekunden wirken, bevor der nächste Flachwitz diese unterbricht. Bora Daktekin hat eine Aneinanderreihung von TikToks erschaffen, die einer groben Handlung mit vielen unkoordinierten Einflüssen folgen. Dopamin statt konsistenter Handlung ist hier das Motto. Und wir müssen nicht einmal selbst diese Dosis Dopamin zu uns führen, indem wir das nächste Shorts-Video anklicken. Selbst dieser Aufwand wird uns genommen und der Film übernimmt diese Aufgabe für uns. Was soll der Film kritisieren bzw. glorifizieren? Der Film schneidet viele Problemstellen der Gesellschaft an. Das ist auch nicht allzu schwierig, da diese allgegenwärtig sind und uns in unserem täglichen Leben betreffen. Sind wir alle berufstätig? Sind wir auf der Suche nach einem Job? Oder haben wir einfach nur aufgrund der aktuellen politischen Lage und der Reduktion der Wirtschaft in unserem Land Angst, diesen Job zu verlieren? Mit Chantal und Zeynep sehen wir zwei Persönlichkeiten, die zu einer Gruppe gehören, die weder einen Job haben noch studieren. Diese Gruppe fällt schlichtweg aus dem System, kommen bei den Eltern oder Freunden unter und schlagen sich mit Minijobs durchs Leben. Elisa hat das Abitur in der Tasche und macht erstmal Pause. Die junge Berlinerin jobbt im Café und buchte dann mit einer Freundin ein Ticket nach Chile. Ein paar Monate später schaute sie sich mit einem Intertrail-Ticket Europa an. Zwischendurch wieder Jobs. So vergingen 2 Jahre. Man genießt, dass man nicht den Alltag und den Druck hat, sagt die junge Frau. Dann schaut man mal, lässt sich treiben, wenn man die Möglichkeit hat. Damit dürfte Elisa in eine Kategorie fallen, um die es gerade viel Wirbel gibt. Needs. Das ist ein Kunstwort von Statistikern für junge Leute, die nicht in der Schule sind, aber auch nicht in Beschäftigung oder Ausbildung. Not in Education, Employment or Training. Von jungen Nichtstuern sprach dieser Tage ein Online-Portal und gleich auch großflächig von einer Generation Needs. 564.000 solcher jungen Leute zwischen 15 und 24 erfasste die europäische Statistikbehörde Eurostat 2022 für Deutschland. Und das, wo Unternehmen gleichzeitig zehntausende Lehrstellen und Arbeitsplätze nicht besetzen können. Wie passt das zusammen?
Das Problem bei der Konstruktion Needs ist, dass sie eine ausgesprochen heterogene Gruppe von Personen umfasst, sagte Bildungsexperte Clemens Wieland von der Bertelsmann Stiftung. Da gibt es junge Leute, die demotiviert durchhängen. Da sind Schulabgänger ohne Abschluss mit Sprachschwierigkeiten oder sonstigen Problemen, die den Zugang zur Ausbildung oder Arbeit erschweren. Fachkräfte nennt man das auch. Und da sind junge Leute wie Elisa, die nach einer sehr gedrängten Schulkarriere einen Moment innehalten, um ihren Platz auf der Welt zu finden. Elisa war 17, als sie 2021 die Schule abschloss. Es gibt einfach viele Leute, die gar nicht wissen, was sie machen wollen, erzählt die junge Frau. Nur in ein Studium zu gehen, obwohl man gar nicht weiß, woran man Interesse hat, womit man sich beschäftigen will, dann kann man es auch gleich lassen. Wir sehen also einen Hang zum Hedonismus. Viele, die im Hier und Jetzt leben wollen und nicht an die Zukunft in einigen Jahren denken wollen, weil es ihnen Angst macht, dass es ernster werden könnte, als jetzt in diesem einen Moment. Dass man Kinder bekommen sollte, dass man eine Familie gründet. Man möchte seinen Platz in der Welt finden. Und dieses hedonistische Lebensmodell verkörpert Chantal in der realen Welt. Um einer wirklichen Arbeit aus dem Weg zu gehen, versucht Chantal, Influencer zu werden. Aber auch diese Problematik wird von dem Film nicht ernst genommen, beziehungsweise zu kurz auf einer wirklich tiefen Ebene integriert, um sich damit gedanklich einen Moment im Kino auseinanderzusetzen. Natürlich wird permanent in dem Film Chantals Influencer-Karriere präsentiert. Der Film dreht sich darum, dass sie alles in irgendwelchen Instagram-Stories oder ähnlichen Äquivalenten festhalten möchte. Offenbar steckt man, was Influencer-Inhalte angeht, noch zur Zeit des ersten Fuck You Goethe-Films fest. Chantal versucht sich eine Karriere durch Schminktutorials, Beauty-Tipps aufzubauen. Das ist allerdings auf dem Social-Media-Markt nicht mehr wirklich gefragt. Zum Teil steckt hier wahrscheinlich die Pointe drin, dennoch hätte Daktekin den aktuellen Zeitgeist besser abbilden müssen. Die Pointe, die er erschaffen wollte, würde genauso funktionieren. Zudem bildet er den politischen Zeitgeist auch zur aktuellen Zeit ab und nicht den von vor 11 Jahren. Der Social-Media-Markt hat sich dahingehend entwickelt, Sport, Ernährung und Lifestyle zu präsentieren. Ein sportlicher Körper ist Pflicht und öffnet die Türen zum hedonistischen Lebensstil. Den Chantal ja auch anstrebt. Kein 9-to-5-Job, keine Schichtarbeit. Die sozialen Medien sind voll mit Leuten, die dafür bezahlen, mehr von ihrer favorisierten Person zu sehen. So besteht die Gefahr, für überwiegend junge Frauen in eine Art Online-Prostitution abzurutschen. Durch die Plattform OnlyFans mit dem Ziel der finanziellen Freiheit, das ja auch Chantals erklärtes Ziel ist. Diese Gefahr und der veränderte Markt wird hier aber völlig unberührt gelassen. Und es wird ein Hair-Tutorial Bibis Beauty Palace wird's konzipiert, den Kinder aus der Generation ab 2008 eventuell gar nicht mehr verstehen dürfen. Also diese Chance wird hier nicht genutzt, Kritik zu äußern. Stattdessen wird Kritik an der vergangenen Politik präsentiert. Die Märchenwelt, in die Chantal nicht ganz freiwillig migriert, verkörpert ein klassisches Patriarchat. Ein kindergerechtes Poor Things oder Chantal als deutsche Barbie. In der echten Welt gilt der Liberalismus der linksgrünen Politik als nahezu umgesetzt. Es gibt keine strukturelle Diskriminierung. Im Gegenteil, es werden Studenten an Universitäten dazu genötigt, genderneutrale Sprache in Aufsätze, in Arbeiten mit zu integrieren. Chantal verkörpert genau diese Idee, wahrscheinlich durch ihr unmittelbares Umfeld im Film geprägt. Vielleicht aber auch nur als eine Verkörperung der aktuellen Politik in unserer real existierenden Welt. Sie ist zwar eine Prinzessin und genießt ein hohes Ansehen, ihr Land liegt ihr sprichwörtlich zu Füßen, also wirklich, Aladdin oder so hat sich permanent immer vor sie runtergekniet. Wirkliche Probleme der in der Märchenwelt vorherrschenden Politik tangieren sie gar nicht, können sie auch gar nicht tangieren, da sie nur wenige Tage in der Märchenwelt verbringt. Dennoch bringt sie das Bild des dritte Welle-Feminismus aus unserer Welt in eine Welt, in der nicht mal der erste Welle-Feminismus stattgefunden hat. Die Märchenwelt stellt eine barockähnliche Zeit dar, entspricht also etwa dem 17. Jahrhundert. Der Beginn des erste Welle-Feminismus geht ins 19. Jahrhundert zurück. Die Frau des Königs ist aufgrund eines Scheidungsantrags in ein Gemälde gesperrt worden, sodass sie dem König auf ewig erhalten bleibt. Dieses Gemälde muss man sich vorstellen wie ein Gemälde bei Harry Potter. In diesem Gemälde bewegt sie sich von links nach rechts, kann mit uns reden, aber sie kommt nicht aus dem Gemälde raus. Der König hält sich selbst jung durch den regelmäßigen Konsum von Wasser aus dem Jungbrunnen. Hexen gelten als selbstbestimmte Frauen und werden von der Gesellschaft ausgegrenzt, weshalb diese zurückgezogen im Wald leben müssen. Der homosexuelle Prinz wird unterdrückt und dazu genötigt, Chantal zu heiraten. Die Prinzessin auf der Erbse, ja, die gab es auch noch,
wird von ihrem Mann unterdrückt und kann sich nicht frei entfalten. Zumindest wird es ihr von Chantal eingeredet und sie adaptiert diesen Gedanken für sich. Natürlich war es im Film so dargestellt, dass sie sich wirklich nicht frei entfalten konnte. Dennoch wurde sie von Chantal erstmal auf diese Problematik hingewiesen, man könnte sagen gegaslightet. Die Prinzessin von der Erbse ist sogar die Auserwählte, die es schafft, Arthurs Schwert aus dem Stein zu ziehen. All diese Strukturen bricht Chantal auf und entwickelt eine barockzeitähnliche Welt in ein wirklich grünes Märchenland nach Emilia Fester. Ich habe immer so ein wunderschönes Bild vor Augen, über einfach einen Platz zu gehen, auf dem gerade ganz viele Autos parken. Man nennt es, glaube ich, Parkplatz. Das Wort habe ich lange nicht benutzt, denn ich suche eigentlich immer nur Fahrradständer. Und alle Fassaden um mich herum sind voll grün. Also so grüne Fassaden. Und da, wo sonst Autos stehen, spielen Kinder und malen so Kreidebilder und müssen keine Angst haben, überfahren zu werden. Am Rand des Bildes fahren FahrradfahrerInnen lachend über eine Straße, in der sie keine Sorge haben muss, dass irgendein LKW mal wieder keinen Abbiegerassistent hat. Und irgendwo ist ein Brunnen und irgendwie trifft sich da das schwule Paar gerade mit der jungen Frau von nebenan und irgendwie ist einfach total heitere Stimmung. Es ist ein bisschen wie auf dem Dorf, aber mitten in der Stadt, weil es Begegnungsräume gibt, mitten in der Stadt. Und es gibt einen Baum, der spendet Schatten, deswegen erhitzt nicht alles, nicht alle Flächen sind versiegelt, sondern wir sind dann irgendwie auch noch resilient gegen die ansteigenden Regen, die kommen. Und wenn mal ein viel zu doller Regen kommt, dann haben wir einen großartigen Katastrophenschutz, der uns aber sofort rettet und dann, was auch immer kaputt geht, sofort bezahlt und dafür sorgt, dass die Existenzgrundlagen der Menschen, die rund um diesen Platz leben, nicht verloren gehen, weil wir vor 25 Jahren zu doof waren, die Erderhitzung auf unter 1,2 oder 1,5 Grad zu halten. Sondern wir sind resilient als ganze Gesellschaft. Das ist mein Bild und das ist sehr, sehr gesund. Hier drüben fliegt Aladdin auf seinem Teppich, die Prinzessin auf der Erbse führt den Orden der Ritter an, das Land wird regiert von einer Königin, der Prinz aus dem Nachbardorf, das seinen besten Kollegen und seinen leibeigenen Ehelichen, selbstbestimmte Frauen werden akzeptiert und das Märchenland wurde in unser modernes Deutschland transformiert, nur mit einer wahrscheinlich besser funktionierenden Wirtschaft und keinen Problemen an den Märchenland-Außengrenzen. Was nehmen wir mit aus dem Film Chantal im Märchenland? Der Film war tatsächlich besser, als ich ihn hier jetzt dargestellt habe. Man kann einen Punkt dafür machen, wenn man sagt, dass der Film lustig war. Dass das Konzept des Films darauf basiert, dass ein deutsches Mädchen sich in den Sprachgebrauch der Riege der Neudeutschen assimiliert hat, muss hierbei ausgeblendet werden, um den Spaß dabei empfinden zu können. Sonst ist es eine große Blackpill, wenn wir sehen, dass eine Assimilation der Deutschen in diesen Sprachhabitus eher passiert, als eine gescheite Integration in die deutsche Sprache seitens der Zuwanderer. Das Kino hat den Nacho-Zulieferer gewechselt und die neuen Nachos sind dünner als die alten. Jetzt brechen die viel eher, aber wie soll ich denn das ganze Gekrümel mit der Salsasoße essen? Danke und wir sehen uns im nächsten Video.